Willkommen zurück zu Dracula. Ich meine natürlich Conker Live and Reloaded. Ich habe das ganze Anwesen jetzt mal befreit von allen möglichen Zombies und Fledermäusen und was wir sonst noch alles im Moment erreichen können. Denn ihr habt ja gesehen, dass es drei Schlösser gibt. Demnach auch drei Schlüssel. Doch die müssen wir erst nach der Reihenfolge holen. Geht ja auch nicht anders. Werdet ihr sehen. Jetzt heißt es bloß nicht runterfallen. Ich habe den ganzen Weg pingelig gereinigt. Von allen möglichen Zombies. Und es hat nicht unbedingt kurz gedauert. Und auch in der Bücherei gab es noch einen B-Knopf auf einem Bücherregal. Damit konnte man die Fledermäuse dann destroyen. Das habe ich ebenfalls getan. Böse Villa. Let's go. Conker, geh deinen Weg. Wir haben den fetten Schlüssel in der Hand. Und anschließend ist das Gruselanwesen, der Horrorbereich, auch schon fertig. Aber noch sind wir nicht so weit. Da fehlt noch einiges. Ich warte nur drauf, dass es jetzt irgendwo hinter irgendeinem... Oh, falscher Weg. Hinter irgendeiner Ecke ein Zombie kommt und mich anspringt, den ich vergessen habe. Aber eigentlich habe ich mich um alles gekümmert. Oh, auch hier ist Sackgasse. Im Moment noch. Conker! Übrigens eine neue Idee, dem so einen Hut zu geben und Koteletten. Gab es meines Wissens im Nintendo 64 Original nicht. So, hier haben wir die Halle. Der Eingangsbereich war ja verseucht mit Augen raushängenden Zombies. Das ist Schlüssel Nummer 1. Jetzt kommen neue oder was? Nee, oder? Nee. Die sind weggeblieben. What the hell? Da sind kleine. Was ist das denn? Was bist du? Triff mir den Kopf nicht richtig. Jetzt nur noch der Kopf übrig. So. Na, mal gucken. Hoffentlich kommen jetzt keine neuen wegen dem Schlüssel. Alles klar. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Oh mein Gott. Euch habe ich eigentlich erledigt. Na gut. Dann sind in der Tat neue Zombies gekommen. Hier müssen wir meines Wissens nach lang. Der Weg, der sich jetzt neu geöffnet hat. Oh Mann, ey. Na. Ja, klar. Da war ich auch schon an dem Esstisch. Den wir aus der Sequenz kennen. Na, da sind noch mehr. Die können aber nicht hier hoch. Deswegen seid ihr leichte Beute. Für das Killerhörnchen vom Dienst. Noch mehr? Habt ihr Hunger? Okay. Adieu. Gut. Ich hoffe, dass es hier lang geht. Was ist das denn? Und das ist genau der Weg. Der hat sich eben aufgetan. Hier müssen wir den zweiten Schlüssel holen. Zu viel hohes Gras. Da kann uns einer gut überraschen. Und auch die Perspektive hier, die ist immer so kritisch. Man kann nicht gut gucken, was im Augenwinkel geschieht. Conker, Conker, Conker. Hi. Oh, tschüss, Mann. Oh nein. Bye, bye. Bye, bye. Das dürfte eine kleine Parodie auf Resident Evil sein. Dass man die Zombies nur mit dem am Kopf zerstören kann.
What the hell? Ich weiß nicht, wo es lang geht hier. Ich glaube, hier sind wir richtig, aber ich weiß es nicht. Kurze Pause. So, hoffentlich. Und tschüss mal. Bye bye. Da hoffe ich immer, dass keiner von der Seite kommt oder so. Da ist der Schlüssel. Zum Erfolg. Auf dem Weg zum Erfolg gibt es keinen Fahrstuhl. Man muss die Treppe nehmen. Gut. Jetzt den ganzen Weg zurücklatschen. Das dürfte der Schlüssel zum zweiten Schlüssel sein. What the hell, hier sind wir falsch. Das Dumme ist ja, wir können den Schlüssel auch nicht ablegen. Wir sind jetzt, wenn Zombies kommen, schutzlos ausgeliefert. What the hell, wo bin ich? Springen kann ich auch nicht. Ne? Hier sind wir relativ falsch. Kam ich woanders her? Ist doch seltsam. Ich kam irgendwie von dort oder so. Richtig. Wir hätten als Fledermaus rausfliegen können. Und uns von draußen... Jetzt wäre ich fast darunter. Und uns von draußen, Bürger, Stadtbürger holen können. Diese Gesichter im Boden in der Leere. Das erinnert mich an Eternal Darkness. Ein Horrorspiel, was ich mir auch noch vornehmen werde. So, Esszimmer. Wird aber noch ein bisschen dauern mit Eternal Darkness. Aber das ist epic. Mal was anderes als Resident Evil, also könnt ihr euch drauf freuen. Sieht auch geil aus hier, die Spinnenweben. So, Schlüssel Nummer 2. Der dritte dürfte ein Klacks sein, glaube ich. Oh, ich denke immer. Da kommt jetzt eine Leiter hoch. Oh, hallo? Warum sind alle wieder da? Warum? Sind hier oben auch welche? Nein. Dem dritten Schlüssel müssen wir nicht weit gehen. Aber wir müssen erstmal den Weg freilegen. Wir müssen dazu eine Tür öffnen. Was sind das auf einmal für dicke Brummer? Naja, trifft man den Kopf leichter. So viel Zeug zu erledigen. Ihr seid echt Romantiker. Na? Hier bin ich sicher, halbwegs. Uiuiui. Wollte ich mir den da hinten vornehmen und hier warten um die Ecke 5 Stück, ey. Nicht schlecht. Alle weg damit. Weg. Gibt's keine Ausreden. Hier. Yeah. Verdammt. What the hell? Wenn ich sterben sollte und den ganzen Kack nochmal, dann bin ich aber schlecht drauf. Deswegen muss ich euch ein bisschen aus dem Weg gehen. Und euch leider töten, ihr toten Viecher. Da ist noch einer. Langsam habe ich das Gefühl, die sind unendlich hier. Noch jemand da. Den guten Kumpel im Fass, den werden wir auch noch benutzen müssen, dürfen. So, hier drüben wollen wir gucken, denn dort müssen wir dann am Ende lang. Wow, meine Fresse. Die kommt da um die Ecke geschlichen. Das ist wirklich schwer gemacht auf einmal. Ich wundere mich. Mann. Alles reinigen. Wir müssen Geduld haben, weil sonst, wenn wir failen, weil wir nicht gründlich genug waren. Sag mal, da kann man gar nicht richtig zielen bei dem kleinen Kopf.
Wenn wir alles nochmal machen müssen, dann müssen wir uns mehr Zeit nehmen, als wenn wir es hier gleich richtig machen. Endlich. Das ist eine unerschöpfliche Quelle hier. Direkt ins Verderben. Oh Mann, ey. Treff richtig. Da ist die Tür. Die müssen wir dann öffnen. Haben wir jetzt alle? Oder will mich noch einer überraschen? Gewehr weg. Springmodus. Wir suchen jetzt erstmal die Tür. Die Leiter. Die sich geöffnet hat. Also die runtergekommen ist oder wie auch immer. Wo befindet die sich? Da hinten. Ich will's schaffen, Leute. Keine Frage. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Duft, 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 duft. Hoch da. Schokolade. Es tut so gut. Und nun? Boah. Ihr wollt mich doch nicht zwingen, hier zu riskanten Sprüngen. Okay, los geht's. Na, so riskant ist es gar nicht. Die Blöcke sind doch breiter, als es ausgesehen hat. Da ist der Hebel. Den haben wir als Fledermaus auch schon begutachtet. Jetzt wird er wichtig. Irgendwie hält sich Conker nicht fest. So. Das öffnet diese Tür und diese Tür. Das ist quasi eine Verbindung. Jetzt müssen wir vorsichtig zurück. Und wenn die Zombies wieder da sind, dann drehe ich durch. Oh Gott, hoffentlich. Reicht das? Oh. Habt ihr das gesehen? Ich will ja gar nicht dahin. Ich will ja auch in die Leiter. Hallo? Runter mit dir! In den Eingangsbereich? Ich bin vorsichtig. Ich krieg's langsam mit der Angst. Weil jetzt fehlen, das ist Katastrophe. Hier bin ich falsch. Hier, oder? Hä, Moment, bin ich blöd? Das ist der Essraum. Ich höre immer die blöden Zombie-Geräusche, obwohl sie alle tot sind. So, wir kamen von dort drüben. Spenden Sie für ein neues Heim all dieser Zombies. Nehmen auch Sie sich ein Zombie zu Hause auf und pflegen Sie ihn. Ziehen Sie ihn groß. Halten Sie Ihren Arm hin. Oh, du Bullshit, du Fucker, du kleine Mistgestalt. So. Wow. Jetzt sind wir hier oben, wo wir hin wollten. Oder wollten wir hier hin? Ist das Schokolade? Nee, ist keine Schokolade. Schön, dich zu sehen. Der letzte Schlüssel. Und dann sind wir frei. Frei wie die Nacht. Auch wenn wir jetzt unseren Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater auf dem Gewissen haben, er wird uns danken. Wir verlassen Luigi's Mansion 2 und raus hier. Finally. Oh yeah, I forgot about those guys. Hmm. Hmm. Yeah. Hmm. Yeah. Wir werden das Fass benutzen. Oh, noch mehr Zombies. Okay, dann lassen wir das und ich drücke auf Pause, um es sicherer zu gestalten und sage, bis zum nächsten Part und ciao.